Einfach mal Kummer und Sorgen vergessen und herzhaft lachen. Das ist besonders jetzt in Leipzig möglich. Die Lachmesse 2012 hat begonnen und bietet dem Publikum ein buntes, abwechslungsreiches Programm. Beim 22. Europäischen Humor- und Satirefestival Leipzig ist für fast jeden etwas Passendes dabei. Es kommen über 160 Künstler, da zählen wir aber die Musiker der Künstler mit. Und aus 7 Ländern begrüßen wir diesmal Gäste. Wir freuen uns, dass wir eine ganze Reihe ehemalige Preisträger mit knallneuen Programmen hier haben. So, wir nennen das immer die Bundesliga, gibt sich ein Stell dich ein zu unserem Festival. Eröffnet wird die Lachmesse mit den Kabarettisten Pigor, Eichhorn und Ulf. Im Akademikerkeller erhalten sie den Lachmessepreis Leipziger Löwenzahn für die beste Lachnummer im Vorjahr. Das ist auch eine hochkünstlerische Angelegenheit, die sie machen. Viel Freude, viel zu lachen und eine Mörderqualität, die da live von der Bühne runterkommt. Das zeichnet die diesjährigen Preisträger aus und die haben den Leipziger Löwenzahn mehr als verdient. Ich bin auf der Bühne Unterdrücker und böse und gemein und Unterdrücker Benedikt Eichhorn. Benedikt Eichhorn hat die besondere Spezialität, dass er als Pianist nicht merkt, wer unterdrückt wird. Also er leidet nicht, sondern er ist die ganze Zeit froh. Aber das Publikum bemerkt, wie er unterdrückt wird. Einzigartig durchgeknallt, das wird belohnt. Und wer den wertvollen Löwenzahn ins heimische Regal stellen darf, steht bereits fest. Wir haben folgende Tradition. Benedikt Eichhorn bekommt immer die Trophäen und ich bekomme die Urkunden. Sie nehmen auch nicht so viel Platz weg zu Hause. Und ich glaube, mit der Urkunde ist mir auch die Ehre dieses Preises verbunden. Ich glaube, der eigentliche Preis ist die Urkunde. Neben Pigor, Eichhorn und Ulf bieten unter anderem Thomas Freitag, Katrin Weber und Martin Buchholz amüsante Auftritte. Die Leipziger Lachmesse läuft bis zum 21. Oktober in verschiedenen Spielstätten.